Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warframe. Ja, wir sind mittlerweile in der vierten Woche vom Jubiläum von Warframe und wir machen deshalb natürlich hier direkt weiter. Diese Woche können wir hier die Noggle-Statue bekommen, Excalibur Dex, dann Excalibur Dex in Action Glyph und noch Dex Rüstung. Und die würde ich sagen, holen wir uns heute alle mal und wir gehen direkt schon mal in die erste Mission rein auf dem Jupiter Disruption und wir finden hier sogar einen Squad. Das ist gut. Sind sogar recht hohes Level, wobei der eine Level 3 ist, okay. Vergessen wir das mit dem hohen Level. Gut, ja, bin mal gespannt, was wir hier so machen müssen. Um das alles zu bekommen. Ich hoffe, das dauert nicht alles allzu lang, aber wahrscheinlich schon. Geht ja oft 10 Minuten, 10 Wellen oder so, die Mission. Und irgendwie lädt es hier gerade ganz schön lang. What is the detecting sentient waveforms, operator? Strange interlink, splattered in Corpus Crosstown. Bypass that console, so we might get a better understanding. Oh no! You've caught me! Me and my little partnership. Where's that lotus when you need her? Now, sniff, sniff, betrayers. See if you can find the cheese. All right. Communication cipher. Not much of a trick for orders, is it? Oh, how scandalous. Alan's system has a back door. Shall we listen in? Wir brauchen jetzt hier erstmal wieder den Key. Den hat er hier schon. Den können wir auch mal schnell nehmen. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass die hier das nicht zerstören. Aber ich denke, das sollte hier auf dem Level definitiv kein Problem sein. Ah, da höre ich ihn doch. Okay, schon tot. Alles klar. Das ging schnell. Wir holen mal hier oben noch den Fokus, würde ich sagen. Und gehen dann schon zum nächsten Punkt. Wir müssen hier 8 so Dinger machen. Okay. Also zweimal durchspielen, wenn man so will. In battle advantage goes to the one most willing to die. My demolists, Tenno. Well, they aren't. Okay, wohin gehen wir als nächstes? Zum roten anscheinend. Bisschen Fokus bekommen, ist auch nicht schlecht. Gut, also schwer sind natürlich die Missionen hier wieder überhaupt nicht, aber das ist eigentlich logisch. Was ich ja auch schon oft gesagt habe, was ich auch wirklich gut finde. Gut, wo ist das nächste? Da unten? Okay. Ist sogar schon ein Schlüssel drin. Oh. Okay, alle 4 schon geschafft. Perfekt. Das heißt, es geht auf zu den nächsten. In 3 Sekunden und los geht's, die nächste Runde. Wohin müssen wir? Müssen wir wieder hier die Schlüssel bekommen. Da wäre zum Beispiel schon ein Schlüssel. Der ist allerdings nicht für hier, sondern für da hinten. Updated into
Wir bekommen ja hier echt ganz gut Fokus dafür, dass wir eigentlich nur so niedriglevelige Gegner haben. Bin ich gerade ein bisschen erstaunt. Ja, wo piept denn das gerade? Ah, da hinten. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den roten Schlüssel hier noch mit und bringen den nach da unten. Und dann müssen wir das noch abwarten und okay, einen brauchen wir noch, oder? Oder zwei? Okay, bei dem Weißen ist anscheinend auch aktiviert, würde ich mal behaupten. Ja. Dann fehlt jetzt noch eins. Nice. Haben wir das auch schon wieder geschafft? Ich weiß gar nicht, was für ein Wochenende jetzt dann kommt, was wir da für einen Boost bekommen. Das habe ich noch gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Weil wir hatten ja schon Credit Booster und Affinity Booster, glaube ich, soweit ich das richtig weiß. Oder Ressourcen Booster, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber irgendwas müsste ja rein theoretisch dann dieses Wochenende auch wieder kommen. Okay, da oben kommt er. Und damit haben wir es geschafft und können endlich raus. Nice. So schnell wie es geht hier raus und dann direkt auch in die nächste Mission. Wir haben ja nämlich noch zwei Missionen vor uns. So, nice. Was hat denn der eigentlich für eine Waffe? Die Azeltra, oder wie man auch immer sie ausspricht, Azeltra? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine richtig coole Waffe. Die brauche ich definitiv auch noch. Müssen wir auch mal zusammen vielleicht farmen. Und er hat die Soma. Ah ja, okay. Gut. Erste Mission geschafft. Nice. Und damit haben wir die coole Statue bekommen. Die können wir auch irgendwo aufstellen dann eigentlich. Und zwar müssen wir gleich eigentlich eine Message bekommen. Und ja, wohl, da ist sie auch. Messages ja. In your inbox, Operator. They are not as encrypted as they should be. Okay, ja. Wir haben hier die Noggle-Statue bekommen, Excalibur-Dex, genau. Damit haben wir den ersten Gegenstand bekommen, hier die erste Mission abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht's weiter gegen Infested und zwar Hive. Ja, rein da, würde ich sagen. Wir sind anscheinend oder kommen schon zu anderen in der Mission rein, was eigentlich ganz cool ist. Und der Radiations kommt auch wieder dazu. Ah, okay, die Mission ist es. Nice. Okay, okay. Die Mission hab ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Okay, wir müssen nach den
Dingern hier suchen. Oh, ich bin erstmal runtergefallen. Nice. That was a close one. Okay, wo können die hier überall sein? Bin mir nicht ganz sicher. Hier unten vielleicht auch, oder bin ich schon zu weit unten? Vielleicht bin ich auch hier schon zu weit. Na, wahrscheinlich bin ich zu weit. Okay. Hat sich schon erledigt. Nice, so schnell geht's. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch auch schon zum nächsten. Wenn die das hier so schnell durchmachen. Hier muss irgendwo die letzte noch sein. Und die Frage wo? Ah, da. Perfekt. Und eine noch übrig. Wir müssen es anscheinend auch nur einmal machen, soweit ich das weiß, oder? Kann das sein? Das wäre natürlich richtig nice, wenn das so eine kurze Mission wird. You are approaching a hive. Every hive is protected by a series of tumor nodes. Destroy those. You can destroy the hive. Da ist zum Beispiel. Also mit Reden ist echt so eine Sache gerade bei mir immer. Ich wollte sagen, da ist zum Beispiel noch eine. Hier hinten bestimmt auch noch. Nö, anscheinend doch nicht. Ah, okay, da war es irgendwo. Und anscheinend können wir schon raus. Den Eiertanzstern nehme ich noch mit. Sogar ein Ember, nice. Dann können wir auch schon raus. Perfekt. Das war jetzt eine richtig, richtig schnelle Mission. Das ist cool. Oh, und ich bin falsch gelaufen. Nice. Erstmal direkt falsch laufen. Und dann sind wir auch schon draußen. Wenn der andere auch noch kommt. Und die anderen zwei sind es, ja. Perfekt. Das war jetzt echt eine richtig schnelle Mission. Das ist nice, wenn das auch mal so kurze Missionen sind. Und geschafft. Perfekt, perfekt. Damit haben wir die Klüffe. Heißt das so auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall auch. Und es fehlt nur noch einer. Dann haben wir alles, was wir bekommen können. Vom Jubiläum von Warframe. Und natürlich bekommen wir hier wieder die In-Game-Message. In-Box-Message, wollte ich sagen. Ja, gute Action-Glyph. Excalibur Dex in Action-Glyph. Okay, nice. Und jetzt fehlt nur noch, was ich auch mega cool finde jetzt, die Rüstung, die Dex-Rüstung. Die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich schon Syandana bekommen und jetzt noch eine Rüstung, was mega cool ist. Finde ich auf jeden Fall nice. Ja, gerade für so Anfänger auf jeden Fall cool, damit man ein bisschen Fashion betreiben kann. Und für mich auf jeden Fall aber auch, weil ich ja nicht so viele Sachen habe. Nur das Syandana, was ich gerade anhab. Aber mehr auch nicht. Von dem her kann ich das auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Und wir gehen hier auch direkt rein. Wir kämpfen gegen Grineer und haben jetzt eine Excavation-Mission. Oder Excavation, war das? Ich meine, hätte ich besser lesen können. Sollen eigentlich, aber gut. Und wir sind alleine? Ne, sind wir nicht. Okay, gut. Gut, gut, ist schon mal gut, wenn wir nicht alleine sind. Gut, das sollte eigentlich schnell gehen. Kann man hier vorne noch den Fokus mitnehmen.
Und dann sollte das hier null Problem sein für uns. Noch schön Energie mitnehmen, wobei wir die eigentlich auch nicht brauchen. Messmann-Skin können wir eigentlich auch auslassen. Aber gut. Sicher ist sicher. Kann ich da eigentlich schon hingehen, würde ich sagen. Weil den einen, den kann man auch so halten. Nehmen wir hier noch die Energiezelle mit. Dann gehen wir mal schnell nach da hinten. Also beide voll. Sonst hätte ich jetzt die Energiezelle hier noch genommen, aber die brauchen wir gar nicht. Ist auch eine Energiezelle, die wir mitnehmen können. Okay, das ist etwas weiter weg auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir warten hier bei dem hier. Was spielen die hier alles? Wauben und Gauss. Und dann ist der hier auch schon fertig. Nice. Können wir zum nächsten gehen. Schön die Energiezellen mitnehmen. Wo bei D? Oh, da ist D da unten. Oh krass, okay. Gut, dann bleibe ich vielleicht mal bei... Ah, wobei, bei C geht gerade auch ab. Schwierig. Ja, zu Foot bekommen wir das hier locker hin, auf jeden Fall. Das sollte kein Problem sein. Und wir müssen 800 Kryotyk rausholen, okay. Weiß nicht, wie viele Excavator wir dafür brauchen. Ist es pro Excavator 100 dann, oder wie? Das kann natürlich gut sein. Ah, krass, okay, wir müssen 8 Excavator machen, scheiße, okay. Das ist natürlich einiges. Das dauert eine Weile. Definitiv. Naja, was will man machen? Wir bleiben hier mal noch bei D. Noch eine goldene Mod bekommen, auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal weiter. Nehmen wir noch die Energiezelle mit. Und weiter geht's zu E. Oh, hier ist aber gerade krass was los. Und, was haben sie jetzt wieder aktiviert? Achso, nee. F wurde nur angezeigt, okay. E und F.
Ja, hier kommen jetzt irgendwie gerade nicht so viele. Entspannt hier auf jeden Fall bei E. Gut, wahrscheinlich müssen wir nicht mal bei E bleiben. Ja, hier kommt keiner. Nice, okay. Sollen wir weiter? Okay, kommen doch welche. Ich glaube, ich bleibe mal bei E. Sind noch 10 Sekunden jetzt nur noch. Dann können wir eigentlich auch gleich weiter. Aber kurz warte ich zumindest noch. Ja, jetzt können wir. Jetzt können wir gehen, würde ich sagen. Ein Artefakt ist located. Proceed to the dig site. Nehmen wir noch die Energiezelle mit. Oh, hier ist aber viel. F und A sind auch wieder voll. Perfekt. Welche Warframe macht es eigentlich? Ist es Vauben? Wie auch immer man ausspricht. Müsste wahrscheinlich, weil Gauss kann es glaube ich nicht, oder? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Von wem das die Fähigkeit ist. Das Ding hier. Wie auch immer das heißt. Hier liegen jetzt aber übel viele Powerzellen rum. The scanner has picked up a target. Go to dig site. Grenier prey on the weak. But we prey on the Grenier. Noch kurz bei A warten, dann können wir auch weiter. Excavator deployed. Protect the while it extracts the artifact. Okay, noch. Okay, der B müsste eigentlich der letzte sein, würde ich mal behaupten. Und weiter geht's zum letzten. Und der ist auch schon voll. Okay. Auch nicht schlecht. Den brauchen wir doch gar nicht mehr. Naja, egal. Auch nicht schlecht. Nee, der ist nicht so wichtig da vorne. Aber die Gegner mache ich trotzdem mal weg. Und dann müssen wir jetzt noch 5 Sekunden warten und dann hätten wir das auch schon geschafft. Nice, die 3 Missionen gingen dann doch schneller, als ich ehrlich gesagt gedacht hätte. Aber es lag auch einfach daran, dass die Hive-Mission so übel schnell war. Und dann sprinten wir mal hier schnell raus. Ach komm schon. Und raus. Jawohl. Perfekt, perfekt. Damit haben wir auch die Dex-Rüstung. Die können wir uns gleich mal noch anschauen. Bin mal gespannt, wie die aussieht. Und wir haben Gorgon-Blueprint bekommen. Okay. Den brauchen wir natürlich nicht mehr. Haben eine goldene Mod. Iron Phoenix haben wir aber, glaube ich, auch schon, so wie es aussieht. Und aber Cryotic 800 bekommen. Auch nicht schlecht. Und damit haben wir das alles schon geschafft. Nice. Wir bekommen natürlich hier die Nachricht. Bekommen die Dex-Rüstung. Können wir jetzt hier eigentlich anlegen.
Attachments, Chest. Ja, Dex. Ja, ist okay. Gut, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hinmachen würde. Hier haben wir natürlich nichts bekommen. Sieht man das, was das macht? Keine Ahnung. Okay, aber wir sehen hier jetzt mal die Rüstung ein bisschen. Ist auf jeden Fall was ganz Cooles, würde ich sagen. Gerade so für den Anfang, für die, die vielleicht schon ein bisschen auf Fashion gehen wollen, ist es auf jeden Fall ganz cool. Ich würde die jetzt hier, glaube ich, nicht dran lassen. Ich finde es einfach, wenn es clean ist, einfach besser. Deshalb mache ich das auch mal wieder weg. Aber ist auf jeden Fall cool zu haben, würde ich mal behaupten. Die Missionen sind, wie gesagt, ja, recht einfach. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Damit haben wir alle Sachen, die wir hier durchs Jubiläum bekommen können, bekommen. Und ja. Okay, ja, danke. Ich hoffe, euch hat die Folge heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.